zeige dir jetzt, wie man schnell mit Toms spielen kann und wie du superschnelle Läufe und Rolls über das ganze Schlagzeug vorwärts und rückwärts spielen kannst mit einem ganz einfachen Trick. Los geht's. Hi YouTube, wie kann man schnell mit Toms spielen? Dieser Schlagzeugtrick ist so einfach, dass jeder Anfänger ihn direkt anwenden und jeder Fortgeschrittene und Experte seine Geschwindigkeit damit noch steigern kann. Er funktioniert aber nicht nur mit Toms, sondern mit allen Instrumenten, die du zur Verfügung hast und in so einen schnellen Ablauf integrieren möchtest. Wenn du über die Toms in eine Richtung spielst und möchtest danach die Richtung ändern, also rückwärts weiterspielen, dann hast du das Problem, dass du mit deiner führenden Hand sehr weite Wege gehen musst. Man könnte auch auf die Idee kommen, überzugreifen, also die Hände über Kreuz zu nehmen. Aber auch das funktioniert nicht. Du löst das Problem mit nur einem Schlag mehr. Du spielst direkt vor dem Richtungswechsel auf deinem letzten Instrument einen Schlag mehr, also drei Schläge. Dadurch beginnt dein Rückweg mit der anderen Hand und du kannst den Ablauf so wesentlich einfacher, schneller und flüssiger spielen. In meinem Fall hier mit den drei Toms wäre das also rechts, links, 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 rechts, links. Und dann beginnt es wieder von vorne. Das ist ein Turbolader für deine Toms. Das Ganze habe ich dir auch mal als Skizze aufgezeichnet, dieses Beispiel. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und kannst dir das kostenlose PDF einfach mal laden und anschauen. Wenn du noch mehr Toms hast oder andere Instrumente in deinen schnellen Ablauf integrieren möchtest, dann fügst du eben noch weitere Rechts-Links-Schläge mit ein, sodass nur dein letztes Instrument jeweils diesen extra Schlag hat, um die Richtung zu ändern. Das Ganze kannst du natürlich auch rückwärts, also in meinem Fall mit links hier drüben beginnen. Oder wenn du Linkshänder bist oder vielleicht einen anderen Schlagzeugaufbau hast, dann kannst du das natürlich entsprechend für dich anpassen. Noch zwei ganz wichtige Tipps dazu. Wow! Erstens, durch die zusätzlichen Schläge kommen, je nachdem wie viele Instrumente du in deinem Ablauf verwendest, natürlich unterschiedliche und auch ungerade Anzahl von Schlägen zustande und du musst schauen, wie du das dann in dem jeweiligen Notenwert oder Takt unterbringst, gerade wenn du eben nicht frei spielst oder vielleicht in einem Schlagzeugsolo das verwendest. Zweitens, wie immer gilt natürlich, langsam beginnen und mit Metronom spielen. Die Geschwindigkeit kommt, wenn du den Bewegungsablauf verinnerlicht hast und automatisch abrufen kannst. Je schneller du spielst, desto lockerer, kleiner und kompakter muss die Bewegung werden. Achte insbesondere auch darauf, dass der Oberkörper hier mit einbezogen werden muss, der Arme und Hände am Schlagzeug in die richtige Position bringen muss. Es ist also ganz wichtig, dass du Wert auf jedes Detail legst und nichts dem Zufall überlässt. Du musst immer wieder kleine Angleichungen vornehmen und schauen, was bringt mich wirklich weiter. So kannst du den
Bewegungsablauf perfektionieren und ohne große Anstrengung schnell übers ganze Schlagzeug spielen. Ich hoffe, du hast mit diesem Video wieder eine neue Idee und Motivation zum Üben. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Um kein neues Video mehr zu verpassen, abonnierst du am besten jetzt gleich und sofort den Kanal. Jetzt bist du dran. Schreib mir doch bitte mal in die Kommentare, wie viele Toms du spielst. Oder spielt dir jeder nur noch zwei Toms? Und natürlich, ob der Trick funktioniert. Viel Spaß und Erfolg damit. Wir sehen uns im nächsten Video.